Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meetmigo.org. Ich bin CJK und heute zeige ich euch, wie ihr euch auf einem Exo-PC das WeTap OS installieren könnt. Auf meinem Exo-PC habe ich Ubuntu installiert. Das müssen wir jetzt ausschalten und uns zur Installation den WeTap OS Recovery Stick machen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Um euch den WeTap Recovery USB Stick zu erstellen, geht ihr auf weTap.mobi/developer/downloads/and-how-tos. Der genaue Link steht natürlich wieder auf meetmigo.org und ladet euch dort das WeTap Image runter. Das ist ein Torrent-Link, der wird mit Transmission geöffnet unter Ubuntu. Hier kann man jetzt sehen, ich habe ihn mir schon runtergeladen. Und dann gibt es das Tutorial auf der migo.com-Seite, wie ihr euch einen normalen Migo-USB-Stick erstellt. Ist genau das gleiche Vorgehen. Das habe ich jetzt schon gemacht mit dem ImageWriter. Damit ist es ganz einfach. Da habe ich die Zugriffsrechte geändert. So, und das habe ich ja jetzt in meinem Downloads-Ordner drin. Also öffne ich ein Terminal, gehe in Downloads-Ordner und führe jetzt als Super-User den ImageWriter aus und gebe ihm den Pfad zu meinem USB-Image. Jetzt fragt er mich, ja, möchte ich den USB-Stick wirklich beschreiben? Der wird komplett gelöscht, was da drauf ist. Also ich habe ihn schon eingesteckt. Ja, natürlich möchte ich das. So, und jetzt schreibt er das Image auf den USB-Stick drauf. Das dauert ein paar Minuten. Ich lasse das jetzt einfach mal schnell abspielen. Jetzt ist unser USB-Stick fertig, den können wir jetzt abziehen und auf dem Exo-PC als Bootstick benutzen. Bis gleich. Auf dem Exo-PC brauchen wir jetzt eine USB-Tastatur, unseren USB-Stick und das Stromkabel sollte eingesteckt sein. So, USB-Tastatur, USB-Stick und jetzt schalten wir unseren Exo-PC an. Und drücken gleich beim Start auf das Boot-Auswahlmenü. Dort wählen wir jetzt unseren USB-Stick aus und er bootet das WeTap Recovery System. Noch kurz zum Exo-PC. Der Exo-PC ist quasi baugleich mit dem WeTap, hat doppelt so viel RAM, also 2 GB, hat doppelt so viel Speicher als das große WeTap, also 64 GB, soll angeblich einen besseren Bildschirm haben, das kann ich leider nicht testen, mangels WeTap, hat aber kein UMTS-Modem drin, also eine SIM-Karte bzw. die Internetverbindung über eine SIM-Karte ist nicht möglich, solange man es sich nicht nachrüstet. Auf diesem Bildschirm, auf den wir jetzt gekommen sind, dort drücken wir jetzt die Tasten STRG, ALT und F3. Dann kommen wir in diese Konsole rein und dort geben wir jetzt als User root ein und als Passwort WeTap und kommen in dieses Terminal. So, dort tippen wir jetzt diesen Befehl ein, den ich jetzt eintippe. Das Problem ist, dass das WeTap eine englische Tastatur erkennt, ich aber eine deutsche Tastatur habe. Das heißt, ich muss die richtigen Buchstaben teilweise suchen. Die genauen Befehle stehen, wie schon gesagt, auf meetmigo.org. So, /mount-live/syst, Vorsicht, englische Tastatur, system.tar.gz, mal gucken, tito installer.sa, silent installer /mount-live/system/tar.gz, nee, nicht gz, sondern bz. 2 heißt das Image. So, Enter. Und jetzt kopiert er, also
Disk das System quasi auf die interne SSD vom ExoPC. Und das dauert eine kleine Weile. Ich mache derweil Pause und wenn er fertig ist, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, der ist jetzt soweit fertig. Da seht ihr, dass hier die nächste Eingabezeile frei ist. Und jetzt startet ihr einfach mit Reboot neu. So, und dann sieht man schon, dass das WeTab-Logo da ist. Auch beim Neustart. Jetzt haben wir hier noch das ExoPC, weil das BIOS anders ist. Das ist auch eine schöne Sache am ExoPC. Das BIOS ist anders. So kann man sich dann zum Beispiel Windows oder irgendein Linux installieren. Ich hatte, wie gesagt, Ubuntu drauf, was auch sehr gut läuft, auch mit Touchscreen und allem drum und dran. Und jetzt kommen wir in dieser Installationsmaske. Das mache ich jetzt alles erstmal, das dauert eine Weile und dann schalte ich euch wieder mit rein. Nachdem man eine Verbindung mit dem Internet über WLAN aufgebaut hat und seine Daten eingegeben hat, also seinen Benutzernamen und Passwort, wie in jedem Linux, kommt er jetzt in diesen Installationsscreen und lädt die Aktualisierung runter und dann bekommt man ein paar Bildschirme, um das WeTab bzw. den ExoPC kennenzulernen. Das lasse ich jetzt mal durchlaufen und dann schalte ich euch wieder mit rein. So, jetzt ist er fertig und mit einem Klick auf den Button startet man das WeTab wieder neu. Noch zum Vorgang an sich, den hat Lynxis rausgefunden. Lynxis, den trifft ihr sehr oft in der Seabase an in Berlin. Wir haben am Mittag etwa den ExoPC bekommen und in der darauffolgenden Nacht hatte er schon das WeTab OS drauf. Da seht ihr, wie brillant er doch ist. Da kennt er sich aus mit Migo. So, jetzt bootet das WeTab. Da ist es. Und jetzt werden noch die Widgets eingerichtet auf der Startseite, auf der Pinnwand. Aber die müssten auch gleich da sein. Und dann seht ihr, dass das WeTab OS auf dem ExoPC perfekt läuft. So, jetzt werden sie noch geladen, müssten gleich da sein. Da sind sie. Der Boot-Up-Sound. Und wie ihr sehen könnt, läuft das alles wie auf dem WeTab. Wie auf dem WeTab. Ganz toll. So, ja, und Multitouch und so weiter geht natürlich auch, wie man sieht. Aber das ist Stoff für ein anderes Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.